Danke. Eine Sonderausgabe von Vera an diesem besonderen Tag mit besonderen Menschen hier im Publikum, allesamt trinkfest. Nicht nur anonyme Alkoholiker, nein auch stadtbekannte Leistungstrinker in abenteuerlichen Kostümen. In den Gesichtern große rote Nasen, echte und unechte. Wie man im Publikum sehen kann, prall gefüllte Dekolletés, echte und unechte. Und wir haben wieder einige prominente Gäste bei uns, natürlich nur echte. Und das sind die Themen unserer heutigen Sendung. M wie Muskelprotz, Maurer, Millionär, Monster. M wie Hermann, nein, M wie Meier. Schießstar Hermann Meier erzählt uns das Geheimnis seines Erfolges. Erschütternd. Ein unbescholtener Familienvater wurde Opfer der Pharmaindustrie. Er berichtet erstmals bei mir über seine tragischen Erlebnisse. Immer wenn er Pillen nahm. Und ein Live-Act der Dinosaurier des Austropops von Austria 3. Reinhard Fenrich, Jörg Danzer und Wolfgang Ambros. Und die unendliche Geschichte der Sexaffäre des amerikanischen Präsidenten. Monatelang war sie die Nummer eins und das wegen Thema Nummer eins. Was hat Bill Clinton wann, wo und wie mit ihr gemacht? Bei mir erzählt sie erstmals persönlich ihre wahre Geschichte. Und hier ist Monica Lewinsky. Guten Abend, grüß Gott, grüß Gott, bitte schön. Miss Lewinsky, die Medien in aller Welt haben in letzter Zeit sehr viel Mundpropaganda für Sie gemacht. Die Details Ihrer Affäre mit dem amerikanischen Präsidenten sind hinlänglich bekannt. Was nun unsere Zuschauer interessiert ist, hat Bill Clinton nie den Verdacht gehabt, dass diese Affäre herauskommen kann? Hat Bill Clinton Sie nie den Verdacht gehabt, dass Sie dieses Verhältnis an die Öffentlichkeit bringen könnten? Doch, sicherlich hat er. Und trotz dieses Verdachts hat er das Verhältnis zu Ihnen weiterhin aufrechterhalten? Oh, yes. Wieso? Nun, Liebes, er hat eben mehr als nur sein Verhältnis aufrechterhalten. Wenn Sie mir vielleicht das näher erklären könnten. Wie soll ich sagen, es hat sich mir gegenüber mehr als nur sein Verdacht erhärtet, wenn Sie verstehen. Ich glaube, ich verstehe sehr gut, was Sie meinen. Bill Clinton, wie lange kannten Sie ihn? Oh, nur so kurz. Haben Sie von sich aus die Beziehung zu Bill Clinton beendet? Oh, no. Und Bill Clinton? Bill, nicht wirklich, glaube ich. Warum glauben Sie das? Bill hat getan, was ich wollte. Man kann also sagen, er war Ihnen hörig. Oh no, nicht hörig, aber er ist, wie sagt man in Deutsch, steif und fest an meine Lippen gehangen. Man kann es natürlich auch so ausdrücken.
Miss Lewinsky, wann haben Sie das letzte Mal Bill Clinton getroffen? Oh, das ist schon lange her. Würden Sie ihn gern wiedersehen? Oh yes, natürlich. Wir haben eine kleine Überraschung für Sie, Miss Lewinsky. Er ist heute ebenfalls zu Gast bei Vera. Begrüßen Sie mit mir den amerikanischen Präsidenten Bill Clinton. Mr. President, es ist ja nun doch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Sie eingeleitet worden. Ihre Gegner haben nicht kapituliert. Meine Frage, sind Sie noch handlungsfähig? Natürlich. Glauben Sie, dass man Sie in Amerika noch respektiert? Oh, ich glaube, dass ich noch immer ein Präsident für alle mundigen Amerikanerinnen bin. Na, schau, schau. Das ist Diplomatie. Bill Clinton, sind Sie auch international noch handlungsfähig? Yes. Ich habe auch bei Saddam Hussein nicht, wie sagt man, die Schwanzei gezogen. Was? Bei dem auch nicht? Allein mit Kuba, wir haben große Schwierigkeiten. Wieso? Ich habe von dort eine Packung Riesenzigarren geschickt bekommen. Wen vermuten Sie hinter dieser Gemeinheit? Oh, ich glaube, das war der kubanische Präsident. Das hat er aus purem Neidkomplex gemacht. Bill Clinton, Sie sollen ja einmal über Monica Lewinsky gesagt haben, Monica ist wie eine Serviette. Zuerst hatte ich sie am Schoß und dann hatte ich sie am Hals. Wie denken Sie heute über Monica? Oh, sie ist ein nettes Mädchen. Sie ist sehr bescheiden. Bescheiden? Dabei hat sie doch gerade bei Ihnen den Mund so voll genommen. Ja, und deshalb ist ihr auch mein ganzes Glück in die Schoß gefallen. Wenn ich Ihnen so zuhöre, Mr. President, dann könnte man meinen, Sie hatten offensichtlich sehr viel Spaß mit Monica. Ja, sie war kein Kind von Traurigkeit. Man kann also sagen, Trübsal hat sie nicht geblasen. Mr. President, wie hat eigentlich Ihre Ehefrau Hillary diese Affäre aufgenommen? Liebt sie sie noch? Lieben Sie Ihre Frau noch? Oh, Hillary ist eine großartige Frau. She is the American way of wife. Ich werde das kurz für unsere Zuschauer übersetzen. Bill Clinton hat gerade gesagt, seine Frau ist the American way of wife. Zurück zu Ihnen, Monica. Was machen Sie zurzeit, nachdem Sie Ihre Stellung im Weißen Haus verloren haben? Stellung? Ich verstehe nicht. Ich meine natürlich Anstellung. Was machen Sie beruflich? Oh, Liebes, ich bin, wie sagt man, in derselben Branche wie Sie. Ich mache Werbespots für die Waschmittel. Wait, ich zeige es Ihnen. One moment. Die amerikanische Werbefrau anscheinend. Look, sehen Sie dieses blaue Sommerkleid? Samenkleid? Sommerkleid. Kleid für die Samen, okay? Okay, okay. Dieses Sommerkleid ist der Beweis. Es wurde monatelang nie gewaschen. Mit Clintex wurde es fast wieder ganz sauber. Aber ganz bestimmt, ganz sauber wäre es geworden mit den neuen Megapearls von Nix an.
aus aktuellen Gründen noch eine letzte Frage, Miss Lewinsky. Angeblich kommt ja Paula Jones nun auf den Opernball. Richard Lugner hat auch Sie eingeladen. Warum haben Sie abgelehnt? Wenn ich gekommen wäre, dann wäre seine Fee dann away. Max ist mir alle. Ich bedanke mich, dass Sie bei mir waren. Danke, Mr. President. Auf Wiedersehen, Miss Lewinsky. Goodbye.